Hallo, liebe Freunde der Filmfotografie. Heute soll es in einer weiteren Folge wieder um eine Mittelformatkamera gehen. Ausgesucht habe ich mir diesmal dieses Modell. Und auch wenn man auf den ersten Blick an einen schwedischen Hersteller mit H denken könnte, es handelt sich hierbei keine Hasselblad, sondern um eine russische Kamera, um die Kiev 88. Die Kiev 88 ist eine Kopie einer Hasselblad-Kamera. Und zwar die Kopie einer Hasselblad 1000. Und die Kiev wurde in der heutigen Ukraine, also damals in der UdSSR, in den Arsenalwerken hergestellt, die in erster Linie bekannt waren für Militärprodukte. Aber optische Instrumente waren ein großer Produktionsschwerpunkt. Ja, da stammt also die Kamera und die Linsen her. Interessant an der Kiev ist in erster Linie die Tatsache, dass die Plansollerfüllung im Werk wohl teilweise wichtiger war als die tatsächliche Qualitätssicherung. Das heißt, die Qualitäten der Kameras sind sehr breit gestreut. Es gibt also Modelle, die kompletter Murks sind, und es gibt Modelle, die hervorragend arbeiten und sich recht solide einsetzen lassen. Dennoch ist die Kiev eine problematische Kamera insofern, als dass man bei Shootings, bei denen es drauf ankommt. Also ich persönlich würde da nicht unbedingt auf eine Kiev setzen. Dennoch kann die Kiev aufgrund der Tatsache, dass sie recht günstig zu erhalten ist, eine tolle Alternative zum Einstieg in ein Hasselblad-System sein. Denn wenn man in ein Hasselblad-System einsteigen will, dann ist man schnell doch mehrere tausend Euro für einen Body, ein paar Rückteile und eine gewisse Auswahl an Linsen los. Ja, die Kiev 88 ist also eine modulare, einäugige Spiegelreflexkamera. Modular heißt, dass das Filmback abnehmbar ist, der Lichtschacht oder der Sucher ist abnehmbar. Und natürlich ist auch das Objektiv abnehmbar. Was ich dann übrig behalte, ist das Kameragehäuse mit dem Spiegel, der Mattscheibe und einem Schlitzverschluss. Also so wie es auch bei der Hasselblad 1000 war. Nicht so wie bei den Modellen der 500er Serie und auch den aktuellen digitalen Hasselblads, die alle mit einem Leafshutter mit einem Zentralverschluss arbeiten, gibt es hier einen wunderbar großen Schlitzverschluss aus einer Metallfolie. Den kann ich auch mal auslösen. Man hört beim Spannen, es klingt in etwa so, als würde man Alufolie rollen. Ich stelle mal eine etwas langsamere Zeit ein. Vielleicht mal eine halbe Sekunde. Dann sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Genau, der Schlitzverschluss mit richtig Carbon auf und zu geht. Es gibt einen Hot-Shoe, einen Blitzanschluss, der funktioniert. Bei einer Blitzsynchronzeit von, ich glaube, einer 30. Sekunde, genau. Und es gibt hier nochmal einen zweiten Anschluss für ein Synchronkabel. Dieser Schlitzverschluss ist aus einer ganz hauchdünnen Folie und wirklich extrem empfindlich. Also man sollte nie, nie, nie mit irgendwas an diesen Schlitzverschluss kommen,
Und damit hier das nicht im Eifer des Gefechts versehentlich passiert, setze ich die Kamera auch ganz schnell wieder zusammen. Es wird einfach nur eingeschoben. Das Filmmagazin wird hinten eingesetzt und zugemacht und dann bitte beim Zumachen vorsichtshalber immer diesen kleinen Schieber bewegen, denn diese kleinen Beinchen, die es hier gibt, die verbiegen dann doch recht schnell. Das heißt also, wenn ich dann das Magazin mal zuklatsche, dann leiern die schneller aus und man hat ruckzuck nicht einen Fall zwischen Magazin und Kamerabody. Die Linsen werden per Schraubballnet eingesetzt und bei der Kiev 88 gibt es zwei verschiedene Modellvarianten. Da gibt es einmal die reguläre Kiev 88, die vormals auch als, ich glaube, Salyut im Handel war. Und es gibt die Kiev 88 CM, das ist eine erweiterte, verbesserte Variante. Die besitzt nicht nur eine Spiegelvorauslösung, die die Kiev 88 im Standardmodus nicht besitzt, sondern es wurde auch das Bajonett geändert. Das heißt, bei den Kiev 88 CM habe ich ein Pentacon-Bajonett für die Pentacon 6 und kann also alle Linsen aus dem, alle Optiken aus dem Pentacon 6 Programm verwenden. Das hat den Vorteil, dass die Linsen aus dem Pentacon 6 Programm alles tatsächlich Carl Zeiss Linsen sind, also von der optischen Qualität etwas besser sind als die Standardlinsen aus der Fabrik im Arsenal. Ja, oben der Lichtschachtsucher, der auch gegen einen Prismensucher getauscht werden kann. Im Lichtschachtsucher, der an sich schon relativ hell ist, also heller als der Standardsucher bei einer Hasselblad zum Beispiel. Was man allerdings sagen muss, ist, dass in der Mattscheibe relativ stark sichtbare Fresnel-Linsenkreise eingearbeitet sind. Das sorgt für die Helligkeit, für den gleichmäßigen Helligkeitsverlauf innerhalb des Suchers, stört aber dann, wenn ich, besonders wenn ich mit der eingebauten Sucherlupe, die es hier nochmal gibt, nämlich den Hebel hier nochmal bediene, die kann ich also auch genauso auch wieder wegklappen, aber wenn ich durch diese Sucherlupe fokussiere, dann sieht man die Fresnel-Kreise schon sehr, sehr deutlich. Da die Kamera einen Schlitzverschluss hat, bediene ich die Verschlusszeiten-Einstellungen an der Kamera selber. Das passiert hier am Aufzug. Wichtig bei der Kiev wie bei vielen anderen älteren russischen Messsucherkameras auch, die Tatsache, dass ich auf keinen Fall die Verschlusszeit ändern darf, bevor die Kamera gespannt ist. Deswegen immer sicherheitshalber einmal gucken, ist die Kamera gespannt. Dann habe ich die Möglichkeit, die Verschlusszeiten zu ändern. So, gespannt ist sie. Verschlusszeiten gehen von einer Tausendstel Sekunde, 500, 250 Sekunde, 125, 60, 30, 15 bis runter zur halben Sekunde und dann gibt es Warp. Bei der Einstellung Warp bleibt der Verschluss so lange geöffnet, wie ich den Auslöser gedrückt halte. Ja, Sicherheitsfeature auch hier, solange
der Lichtschutzschieber, also Darkslide, gesteckt ist, kann ich die Kamera nicht auslösen. Erst wenn ich den Lichtschutzschieber ziehe, kann ich die Kamera auslösen. Immer sofort wieder spannen, damit man nur nicht in die Verlegenheit kommt, versehentlich mal was an der Verschlusszeit zu ändern. Empfiehlt sich also als guter Tipp, sich anzugewöhnen, immer nach dem Auslösen sofort die Kamera wieder aufzuziehen. Dann kann da wenig passieren. Ansonsten gibt es relativ wenig Bedienelemente. Es gibt neben dem Auslöser, der auch keine Verriegelung bietet, hier nur noch den Knopf zum Entriegeln der Linse, der Optik. Und alles andere bezieht sich dann auf das Filmmagazin. Auf der Unterseite der Kamera gibt es eigentlich nur noch die beiden Magazinanschlüsse und die Füße, die Träger, die Verbindungshärchen für das Filmmagazin. Und wie man in dieses Filmmagazin einen Film einlegt, das gucken wir uns jetzt mal als nächstes an. Denn das ist eine kleine Wissenschaft für sich. Und hier ist es eigentlich nur wichtig, dass die beiden immer denselben Zustand anzeigen. Wie gesagt, da die TF etwas empfindlich ist, was Arbeiten im nicht gespannten Zustand angeht, immer darauf achten, dass beides gespannt ist, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite. So, also, wenn wir den Film einlegen wollen, trennen wir die Kamera vom Magazin. Positionieren so, dass die nichts an den Verschlussvorhang kommen kann. Und dann gibt es hier einen kleinen Hebel, den kann man aufklappen und dann lässt er sich drehen und damit entriegele ich das Filmmagazin. Filmmagazin auch wieder sehr ähnlich wie bei der Hasselblad mit zwei Ohren, die ich hochklappen kann, um die Rollen zu entnehmen. In dem Fall setze ich meine leere Spule in die Aufnahmeposition, kann ich die hier mit dem kleinen Drehrädchen umdrehen und nehme dann meinen Film. Sicherungslasche. Das kommt weg. Und die Vollfilmspule setze ich jetzt in die andere Position ein. Und zwar so, dass die dunkle Seite hier über die Platte läuft, über die Ambro-Platte. Und jetzt kommt wieder der kleine Schlüssel, diese kleine Einstellschraube hier hinten zum Einsatz, denn damit verriegel ich nicht nur das Inlay im Magazin, sondern ich bewege auch hier diese kleine Nase Richtung Andruckplatte. Das sorgt dafür, dass wenn ich später den Film ins Magazin schiebe, dass die untere Kante angedrückt wird und sich nirgendwo verfangen kann. Ich muss jetzt also erstmal dafür sorgen, dass die Nase oben ist. Das heißt, dass hier ein Spalt zwischen Anodenplatte und dieser Nase ist. Und dann nehme ich den Film bzw. das Abdeckpapier und ziehe das unter dieser Nase durch. Und wenn das weit genug durch ist, kann ich das hier wieder verriegeln. Die kleine Nase fällt runter und hält jetzt meinen Film fest. Kann ich dann auf der anderen Seite den Schlitz in der Aufnahmespule einfädeln
wir schon mal ein bisschen drehen, dass ich den Filmanfang hier sauber rauskriege. Ziehe ich den durch und fange dann an, meinen Film ordentlich aufzuwickeln. In dem Moment kann ich auch hier die Nase wieder lösen, damit der Film sauber transportiert werden kann. Jetzt spule ich eigentlich nur noch vorsichtig so weit vor, bis hier auf dieser Seite ein kleiner Pfeil erscheint. Und dann bin ich schon so weit, dass ich den Film jetzt wieder ins Magazin einsetzen kann. Dazu spanne ich wieder die Nase, dass der Film festgehalten wird. Fülle den Film hier ein. Und manchmal rastet er nicht sofort ein. Dann muss man hier auf der anderen Seite, gibt es auch nochmal so einen Drehsteller, den so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann geht es auch ganz leicht rein und kann das verkriegeln und zumachen. Jetzt muss ich als nächstes Filmposition und Filmzählwerk synchronisieren. Wie gesagt, das Einlegen des Films in die Kiev 88 Patrone ist so eine Wissenschaft für sich. Wenn ich die jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann verstellen sich hier die Zahlen. Und das muss ich dann so lange tun, bis der einmal einrastet und dann auf der 1 steht. So. Jetzt steht also das Magazin, der Zähler auf der 1. Jetzt muss ich auch den Film auf die 1 bekommen. Dazu kann man hier hinten eine kleine Klappe öffnen und kann dann quasi auf das Rückenpapier des Films schauen. Und jetzt kann ich mit dem Drehschlüssel im Uhrzeigersinn weiterdrehen und dabei durch das Loch gucken. Mal gucken, dass ich das sehe. Bis in dem Loch eine 1 zu sehen ist. Aber etwas schwierig, vor allem bei solchen Lichtverhältnissen. Sieht jetzt hier schon was. Hier kann man mal erkennen, was das ist. So, jetzt haben wir finally, jetzt haben wir eine 1, wie man das sehen kann. Aber das ist schon gar nicht. Das kann die Kamera aber nicht sehen. Also muss man mir einfach glauben, da steht jetzt eine kleine 1. So, jetzt ist der Film hinter auf der 1. Das Zählwerk ist auf der 1. Und jetzt kann das Magazin wieder an die Kamera. Jetzt wäre die Kiev 88 aufnahmebereit. Wollen wir uns als nächstes die Objektive für das Kiev-System anschauen. Standardbrennweite, Standardobjektiv für die Kiev 88 ist das 80mm Wollner 3 Objektiv. Ein eigentlich ganz passables Objektiv, das allerdings von der Konstruktion her einen kleinen Nachteil hat. Und zwar gibt es hier unten diese ganz kleine Abblendtaste, mit der man die Blende
in den tiefenscharfen Vorschau-Modus bewegen kann. Und diese Abblendtaste ist so eingebaut, dass bei Offenblende das Objektiv dazu neigt, sich Streulicht über diesen Schlitz einzufangen. Wie man sowas konstruieren kann, ist mir noch nicht ganz klar. Fokussieren lässt sich das Objektiv hier über diesen Drehring. Der Blendenring ist relativ schmal und sehr nah am Gehäuse. Ist etwas friemlich zu bedienen. Ansonsten ist das aber ein recht gut verwendbares Objektiv. Die nächste Brennweite im Weitwinkelbereich, die ich hier zur Verfügung habe, ist ein mehrere 45 mm Objektiv, das auf den schönen Namen mehrere 26 V hört, wobei V den Ballnetanschluss von der ursprünglichen Kiev 88 bezeichnet. Man darf sich da nicht verwirren lassen, weiß nicht, ob man es sehen kann. Es sieht aus, als würde da 26B stehen. Und 26B ist die Variante für den Pentagon-Anschluss. Aber da das in diesem Fall, wie man an dem Schriftzug mehr sehen kann, die russische Objektivbeschriftung, die kyrillische Objektivbeschriftung ist, ist das B, was man hinter 26 sieht, eigentlich ein V. Also das kyrillische B entspricht dem lateinischen V. Deswegen ist das der Anschluss für die ursprüngliche Kiev 88-Variante. Auch hier habe ich wieder einen schönen breiten Fokusring. Das Objektiv lässt sich sehr leichtgängig fokussieren. Und der Blendenring ist diesmal hier vorne. Also wesentlich angenehmer zu belegen. Eine schöne Porträtlinse mit einer Brennweite von 150 mm ist das Kalinar. 3V, in dem Fall also auch wieder 3B, kyrillisch geschrieben. Eine sehr imposante Linse mit immerhin 82 mm Filterdurchmesser. Auch nicht wirklich handlich leicht und auch nicht unbedingt die schärfste Linse. Hat dafür eine Offenblende von 2,8. Bietet also extremstes Freistellungspotenzial. Und wenn man dann dafür ein bisschen auf das letzte Quäntchen Schärfe verzichtet, lassen sich damit schon recht schöne Bilder machen. Beim Bokeh ist es so, das gilt allerdings für nahezu alle Linsen aus der Arsenalproduktion, dass die nicht das schönste Bokeh machen, was man sich vorstellen kann. Wir sind gerne ein bisschen unruhig. Beim richtigen Motiv fällt das aber nicht auf und tut dann nicht wirklich weh. An der Linse selber habe ich auch wieder hier einen sehr breiten Fokussierungsring mit einem extrem langen Weg, sodass ich hier also wirklich feinst fokussieren kann. Und hier oben ist der butterweich laufende Ring für die Blendeneinstellung. Meine absolute Lieblingslinse für die Kiev 88 ist die Vega 28V, ein 120 mm Objektiv, auch mit einer Offenblende von 2,8. Das ist die schärfste Linse im gesamten Kiev 88 System. Hier würde ich sagen, kommt man tatsächlich schon in die Regionen, die sonst von den Carl Zeiss Linsen bekannt sind und kriegt hier also richtig, richtig, richtig scharfe Bilder. Wenn man an das Kalinar denkt und sich das nochmal vor Augen hält, 150 mm, 120 mm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, mit dem 120er ist die Kamera richtig schön handlich.
Habe ich fast häufiger drauf als das 80 mm Standardobjektiv. Auch wenn ich dann natürlich, was den Weitwinkelbereich angeht, so ein bisschen limitiert bin. Dafür ist es aber, wie gesagt, einfach unglaublich scharf. Auch hier wieder ein butterweicher Fokusweg, der, ich würde mal schätzen, 270, 300 Grad, ja, ausmacht. Und wieder die schon vom 80 mm bekannte sehr enge Führung für die Blendeneinstellung. Das Vega ist das zweite Objektiv aus der gesamten Palette, das einen Upblend-Taster hat. Die anderen Objektive haben alle keinen Upblend-Taster. Hier ist es auch so, dass kein Streulicht einfällt durch den Upblend-Taster. Das ist also hier konstruktionstechnisch wesentlich besser gelöst. Ja, tolles Objektiv, sehr zu empfehlen, wenn man also zu seiner Standardausstattung mit dem 80er noch eine zweite Tele-Brennweite haben möchte, würde ich ein großes Ausrufezeichen hinter das Vega machen. Sehr empfehlenswert. Ja, wie vorhin schon gesagt, bei der Kiev 88 gibt es eine gewisse Kompatibilität mit dem Hasselblad-System. Das ist an einem Punkt recht praktisch, vor allen Dingen für viele Hasselblad-Nutzer, die nämlich vom Kiev-System sich gerne den TTL, das TTL Prisma ausleihen. Nicht, weil die TTL-Funktion da so hervorragend funktionieren würde, das weiß Gott nicht, aber weil es im Vergleich zu den Prismen, die man für die Hasselblad 500er oder 2000er Serie kriegt, einfach wesentlich, wesentlich günstiger ist. Ich mache es umgekehrt, einfach weil es vorhanden ist. Ich habe kein Prisma für die Kiev gehabt und nutze deswegen an der Kiev mein Hasselblad Prisma. Da sieht man dann auch, dass das komplett kompatibel ist und perfekt passt, rastet sauber ein und ich kann dann das Filmback wieder montieren und kann jetzt so seitenrichtig, aufrecht stehend fotografieren. Macht die Kamera nicht kompakter, ist aber ein ganz nettes Feature, vor allem wenn die Kamera auf dem Stativ ist, relativ hoch steht, dann von oben nochmal in den Sucher reinblicken müssen, so kann man von hinten durchgucken. Es gibt ja von Hasselblad als auch von Kiev auch den Prismensucher nochmal mit nicht 45 Grad, sondern 90 Grad stehendem Einblick, sodass man dann wirklich von hinten gerade durchgucken kann. So zum Fotografieren finde ich die 45 Grad eigentlich ideal. Das ist also das einzige Teil, was ich quasi zwischen den beiden Systemen wechseln kann. Ja, das war also die Kiev 88, eine kompakte, modulare Mittelformatkamera. Für wen oder welche Situationen eignet sich ein solches System? Erstmal für all die, die nicht unbedingt das Geld für ein Hasselblad-System ausgeben wollen, die aber trotzdem in dem Format fotografieren wollen. Für diejenigen, die nur gelegentlich Mittelformat fotografieren oder einfach mal reinschnuppern wollen in das 6x6 Modularsystem. Für viel Fotografierer und für brenzlige Situationen würde ich aufgrund der sprichwörtlichen Unzuverlässigkeit vielleicht nicht unbedingt zur Kiev greifen, obwohl ich mit der Kamera noch nie Schwierigkeiten gehabt habe. Aus dem Grund kann ich die Kiev eigentlich jedem empfehlen, der mit so einem System für wenig Geld mal losziehen möchte. Ich denke, das war's für heute. Wie immer,
schießt werden. Macht Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal.